Arsch verbrannt. Das ist Jonas, der jetzt gleich aus der Tränke trinkt. Jonas ist unser neuer festangestellter Gärtner, der sich um unsere neue Fläche kümmern will. Und da habe ich meine Wasserstation. Nun, mach einfach. Und das hier ist Mathis. Mathis ist auch YouTuber und bei uns zu Besuch. Und er hilft uns heute. Der Klimansland bekommt einen Garten. Und zwar nicht irgend so ein kleines Lapidar-Ding, wo irgendwer so zwei Frühlingszwiebeln reingeschmissen hat, sondern ein richtig fettes Ding. Ja, so ein richtiger Erwerbsgarten, ne? Erwerbsgarten, ja. Ne? Wenn man das richtig. Damit das ordentlich wird hier, ne? Haben wir die ganze Fläche friesen lassen. Damit der Rasen wegkommt und schön eingearbeitet wird. Und jetzt brauche ich einen Grubber. Das ist ein rechteckiges Gestell aus Metall. Und da laufen Querverstrebungen durch und die reißen den Boden auf zu Schollen. Du wohnst jetzt ja auch hier. Jonas ist hierher gezogen. Der wohnt jetzt im Mädchenzimmer, passenderweise. Und soll sich um diese Fläche kümmern. Und da hinten in der Walachei, da wo unser Tippi steht, hinter der Wakeboard-Anlage, da hinten willst du Kartoffeln ziehen oder was willst du da machen? Alles, was so Langzeitkulturen sind, also über das ganze Jahr drinnen bleiben, mehr oder weniger. Mhm. So Kartoffeln, Zwiebeln, wir werden da hinten Kürbisse ziehen, Zucchinis. Ich sag dich an. Sag mal, wir bauen jetzt den Grubber, weil du kannst ja nur garten. Oder kannst du auch arbeiten? Ja. Mach mal hier Strom an. Hier ist das geile Metalllager. Oh. Siehst du was? Ist das Licht? Ah, irgendjemand hat gesagt, du hast einen Sicherungskasten zugebaut und deswegen geht das Licht nicht mehr. Hä, den habe ich nicht richtig zugebaut. Ah doch, da. Oder da dahinter. Hast du ein Cuttermesser in der Tasche? Okay, scheiß drauf, um dieses Problem bekümmert sich irgendwer anders. Ey, wie sieht so ein Grubber denn aus? Ich habe ja keine Ahnung. Das ist ein, also das ist so ein Ding, was das zieht einfach den, macht den Boden so. So macht das. Der reißt einmal auf komplett. Haben wir irgendwas in der Richtung? Hier haben wir schon mal vier Krallen. Ja, so nach dem Motto. Aber ein bisschen gebogen, ne? Also warte, wir ist so Zeug. So. Boah, das sind auch noch so gute Sachen. Guck mal hier, ey, das ist auch geil. So ein Gepäckträger hier vom Fahrrad, das hatte ich auch schon fertig eigentlich. Der soll richtig wild aussehen. Ey! Das meinst du für die Rolle? Ja! Das ist ein bisschen groß, ne? Köstliches Süppchen. Oh, passt ins Gesicht. Du machst nämlich auch ganz geilen Scheiß, ne? Du hast irgendwie so ein, du hast ein Longboard mit Verbrennungsmotor gebaut und genau. So. Genau, ne? Das kannst du auch gerne mal ausprobieren. Das machen wir später, ey. Wie heißt denn dein YouTube-Kanal? Da würde ich gerne meinen Hamster reinsetzen. Das ist genau der Grund, warum ich immer Metalllager haben will. Alle sagen immer, so wie eben gerade auch, es ist Müll. Was glauben die Leute eigentlich? Boah, das sieht voll geil aus schon. Okay, dann können wir mal in die Teile zuschneiden. Ich bin gelangweilt von meinem Job. Nee. Aber es ist gut, oder? Bist du schon zufrieden mit unserer Leistung? Das sieht richtig gut aus. Ja, das würde auch alles schön fein krümeln. Der Schollenbrecher läuft hinter dem Grubber. Und der zerteilt die Schollen, die vom Grubber aufgebrochen wurden. Und macht die schön krümelig, ne? So dass wir da fein pflanzen können. So, und dann kommt das da so zwischen. Dann machen wir jetzt ein Loch rein und dann kann sich das hier schön verschieben. Willst du meinen haben oder was? Nee, du? Der ist auch beschissen, ne? Wem gehört denn das Ding? Ich hab keine Ahnung. Ich sehe gar nichts. Das nervt ja voll ab. Wir sind ein gutes Team. Das Loch war schon, aber da ist voll der Schweißtropfen reingefallen. Du musst dich besser schützen, Alter. Hier, komm mal her. Der reicht gerade noch so. Geht, oder? Also, wir machen vier rein. Da kommen überall so verschiedene Sachen, inklusive einer Pfanne dran. Und die Seiten, weil wir kein richtiges Material mehr haben, werden hier einfach aus so Metallstäbchen gemacht. Das geht aber ganz gut, weil guck mal, das ist wie ein Fitnessstudio. Kennst du dieses Gerät? Und das ist gut, weil die haben dann einzelne Variabilität. Das Ding wird sich irgendwie festfahren und der muss sich dann halt immer in der Höhe justieren können. Deswegen muss hier auch irgendwie ein Loch rein unten und die Schwerkraft regelt den Rest. Alter! Der erste ist ein bisschen kürzer, läuft das wie so eine römische Formation zusammen. Der hintere ist der längste und dann haben wir halt so ein V nach vorne. Das ist auch gut. Sieht geil aus. Ja, hast du den Spoiler hinten gesehen, ne? Geil, Alter, wo ist der denn her? Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Im Alleslager gefallen. Damit das Ding auch auf den Boden gedrückt wird, wenn wir sehr schnell flügen. Ja, so mit 180. Genau, wenn wir richtig schnell grubbern, dann drückt das, sorgt das für die nötige Bodenhaftung. Wir können schon mal einfach einen Schweißpunkt vorsetzen, dann rutscht er nicht mehr raus, ne? Revolution vom letzten Trainingsgerät. Dann wischt gleich dein Auto, wenn das so wegläuft. Hey Mathis, kannst du hier mal einen Schweißpunkt hintersetzen? Genau. Es geht darum, dass wenn du jetzt hier über einen dicken Huckel fährst, dann drückst du den halt ein. Und wenn wir die Stangen dazwischen setzen, dann nicht mehr. Geil wäre, wenn du den in der Mitte auch noch schweißen könntest. Ne? Er macht immer die wichtigsten Sachen und niemand weiß, wer er ist. Ja, dein Name wird niemals bekannt. Wir machen jetzt so einen Zoom auf dich, aber da steht nichts. Wie findest du das? Mach ich das überhaupt oder machst du das?
Ich mach das. Das hier ist vorne, hier wird die Rolle dran montiert. Und dann gehen wir keilförmig nach hinten. Hier wird angekoppelt, das wird die angekoppelte Seite. Aber ihr seht gerade unten, das ist komplett verdreht. Also das hier ist der, ich bin der Boden. So werde ich aufgerissen, von hinten. Also von... Ja, die festeste Schweißarbeit meines Lebens abgeliefert. Guck, das ist wirklich so. Da ist eine halbe Rolle Schweißdraht drauf auf dem Ding hier. Das hält auf jeden Fall. Das Schöne ist halt wirklich, dass es jetzt so ein bisschen in sich instabil ist, was dem Ganzen eine gewisse Stabilität gibt. So. So, eins mit dem Objekt werden. Oh, voll den Arsch verbrannt. Oh, ich hab mich komplett auf die Schweißnaht gesetzt. Scheiße. Du riechst echt alles in den Arsch, Mattis, Alter. Ich kenne dich jetzt seit einer Stunde, ne? Tut sich nichts, wa? Bäh, hast du das gerochen? Bäh! Riech mal, das riecht voll nach Hühnchen, Alter. Ja, das riecht so ekelhaft. Boah, zweimal berührt. Stinkt, ey. Scheiße. Ja, soll mal riechen? Nee, ne. Wenn ein Funken in die Haare kommt, ne? Dann wird's richtig eng. Das wird so geil aussehen. Eigentlich könnte man die auch geil hinten, wie diese... Ich hab gedacht, du hast die andere Seite abgeflext. Ich wollte sagen, das sieht aus... Aua. Vorsichtig heiß. Wie beim Präsidenten oder so. Die Karren, wir haben doch immer diese Fähnchen. Ich dachte, vielleicht können wir die zwei Fähnchen an unsere Karre ranmachen, dass es so aussieht, als wenn wir halt so... Ist richtig staatsmännisch, ne? Geil. Der Staatsacker. Geil. Ja, super, ist... Danke. Lass mal erstmal Zinken machen. Mhm. Vorsicht, nicht an den Seiten, da ist richtig heiß. Nur in der Mitte, nur in der Mitte. Ich dachte gerade, du willst direkt in die Schweißen abpacken. Also so tief wäre es ja ungefähr, so, ne? So, ja. Also ziemlich genau so, voll geil, Alter. Und hier machen wir die Kupplung dran. Ja. Aber, also drin geht aber auch. Super. Pass auf. Du sagst wohin, ich hefte die kurz und dann schweißt du die durch oder so. Wolltest du machen? Geile Arbeitsteilung, ne? Au! Weißt du, was heute los ist? Liegt an dieser verzinkten Scheiße da unten. Ich stink so nach verbrannten Hühnchen. So, aber als Sitz oder was? Als Sitz. Es fängt immer mit einem Haufen Schrott an und wird dann richtig geil. Guck mal, Zottel, passt der so oder ist das scheiße? Ich mach mal normalerweise kurz. Machst du immer so einen Versatz. 1, 2, dann in die Lücke. 1, 2, dann in die Lücke. Und so weiter. Normalerweise. Ich sag dir, wir fahren da rüber und die reißen alle ab. Nicht, wenn ich die schweiß. Okay. Ist das eine Pfanne als Zinken? Ja. Die hält. Wir sind fertig. Wir sind fertig mit der Auftragsarbeit. Guck, hier. Alles verschweißt. Von Meisterhand. Müde. Ich bin müde geworden. Wir haben gerade eine Mittagspause gemacht. Jetzt bin ich ganz müde geworden. So, die Zacken sind hier bombenfest. Da kann nichts abreißen. Auf keinen Fall. Stell dich mal auf die Pfanne drauf. Das geht nicht. Die bricht ab. Oh. Die habe ich festgeschweißt. So, einmal umdrehen den Eumel. Oh, Jungs, das sieht geil aus. Ja, das sieht wirklich geil aus. Gleichzeitig bitte. Sauber. Das ist wirklich geil. Das ist wirklich geil. Fährt man. So, jetzt müssen wir das Geschoss nur noch an Moped kriegen. Wir sägen einfach ein Stück davon ab. Ah, nee. Dann tun wir es da drauf. Nein. Und dann machen wir davon hier. Besserer Plan. Wir machen bohren da ein Loch rein. Das wird aber schwer. Auch nicht. Wir flexen hier eine kleine Schiene, die so breit ist wie das unten, aber nicht so breit wie das oben. Und dann kann man das so rein. Und dann, ey, dann bohren wir noch zwei Löcher, dann kann eine Schraube durch. Jahrelange Erfahrung. Boah, ich hab so Angst um meinen Fuß, ey. Ich hätte jetzt hier noch was reingebohrt und dann kannst du das richtig fest. Boah, das ist eine geile Idee. Aber kurz gucken, ob es passt. Und das Geile ist, guck mal hier, den kannst du auch noch ein bisschen bewegen. Boah, das ist ein richtiger Kugelkopf. Ja, weil dann kannst du jetzt, wenn du den runterdrückst, kann er sich hinten noch so ein bisschen mitbewegen. Wir müssen ihn einmal irgendwie in die Erde kriegen, aber dann... Ah, super. Nee, andersrum. Andersrum? Muss ja, doch. Nee, dann ist der Zug ja wirklich voll auf dem, oder? Jetzt ist der Zug voll auf der Schraube dann. So ist der Zug nicht auf der Schraube. Doch, natürlich. Der Zug ist immer auf der Schraube, ihr Pfeifenköpfe. Du ziehst. Ah, nee, der drückt nach vorne, ja klar. Pfeifenköpfe ist übrigens ein Kompliment. Wir brauchen eine Pause. Guck, das ist doch schön, oder? Schon, weg. Das muss jetzt gehen. Komm schon. Die Flasche ist nicht mal angeschlossen. Komm! Normalerweise macht man das Ding ja immer auf. Macht wieder zu, dann geht's. Wir machen jetzt ein Loch durch oben hier, zwei Schrauben hintereinander, fertig. Nee, weiter nach hinten. Ja, dahin, da. Genau. Dass wir den Hasen davor kriegen, genau. Ein Loch ganz durch. Durch? Oh nein! Dann hält das nicht, was wir hier machen. In 10 Minuten kriegen wir übrigens ein Schweißgerät. Ja, genau. Hab ich vergessen zu erzählen. Ja! Kurze Pause. Wie scheiße es ist.
fast das Bein abgeschnitten. Aber ich hatte die Säge zum Glück nicht an. Mann, ey! Oh, Elektrode ist so scheiße. Ey, es geht nicht. Guckst du bitte mal? Oh, jetzt kommt er. Ich geh das nicht mit Helm. Ey, es geht nicht mit Helm, das ist es. Guck hier, jetzt hab ich den Helm auf, geht nicht. Guck dir das an, Falk. Ein bisschen weiter, runter. Fertig. Dann fahren wir hoch den Eumel. Oh ja. Genau wie wir es geplant haben. Das Gerät sieht so geil aus. Oh Mann, ich bin so gespannt, was jetzt passiert. Ich kann schlecht einschätzen, ob das wirklich hält. Aber ich glaube schon. So, jetzt Daumen drücken. Warte. Das Ding da hinten bringt nichts. Unser Schollenbringer ist komplett für den Arsch. Oh, unsere Pfanne ist ab. Muss hier nicht irgendwas mit rausgezogen werden? Oder wie ja, ist der Plan? Das bleibt ja, das ist das bisschen, was an den Zinken hängen bleibt hier momentan. Solange die Maus drauf ist, ist alles gut. Hier ja, macht nichts. Nee. Schollenbrecher, ey. Oh. Der Begriff Brecher ist so komplett verkehrt mit das, was wir da gemacht haben. Ja, der bricht dich ja schon richtig. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ganz vielleicht ist das das Schlechteste, was ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Das ist hier einer von den Zinken, der zeigt nach hinten. Aber der in der Mitte, die sind doch alle gut. Die sind richtig gut. Das bringt nichts. Gar nichts. Nee. Ey, aber ist ja so, ne? Das Klimasland kann nicht immer erfolgreich sein. Es geht auch darum, mal einen Rückschlag zu haben, damit man weiß, okay, so geht's nicht. Die Halterung ist trotzdem geil. Ja. Und das Rad an sich ist auch cool. Können wir bestimmt nochmal für was Geiles benutzen. Zum Beispiel Windenergieerzeugung oder so. Geile Nummer, Alter. Geile Nummer, Alter. Das hat super funktioniert. Das ist so ein trauriges Bild. Guck dir mal das Ding an. Komisch, dass die Pfanne verbogen ist. Das wundert mich ja. Nehmen wir nachher noch fürs Abendbrot. Es ist ein bisschen zu leicht, das ganze Ding. Es ist ein ganz ernüchterndes Fazit. Also so wird das nichts mit dem Gemüsebau, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich meine, das ist auch nur einpflanzen und wachsen lassen. Mehr ist das ja auch nicht, ne? Ja, wir können mal gucken, also was Jan vorhin schon meint, es hat einen Grund, warum die Dinger normalerweise 2 Tonnen wiegen. Ja, ja, genau. Das Ding ist einfach zu leicht und wir haben zu wenig Zinken irgendwie. Ja, die Arbeitsbreite ist auch nicht richtig. Die Arbeitsbreite ist falsch, eigentlich alles verkehrt.